Am 19. April 1995 raubte MacArthur Wheeler eine Bank aus. Sein Gesicht mit Zitronensaft eingerieben, weil er glaubte, der Saft würde sein Gesicht für die Überwachungskameras unsichtbar machen. Zitronensaft funktioniert ja schließlich auch als unsichtbare Tinte auf einem Stück Papier. Die Polizei strahlte die Aufnahmen der Überwachungskameras in den lokalen 11-Uhr-Nachrichten aus und kurz nach Mitternacht wurde er verhaftet. Ungläubig sagte er, aber ich habe den Saft benutzt. Verblüfft von dieser Argumentation beschäftigten sich die beiden Psychologen David Dunning und Justin Kruger mit Mr. Wheeler und anderen, die wie er sind. Sie kamen zu dem Schluss, dass Menschen mit geringen Fähigkeiten bei einer Aufgabe paradoxerweise dazu neigen, sich selbst zu überschätzen. Diese kognitive Verzerrung ist als Dunning-Kruger-Effekt bekannt. Sehen wir uns das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten gegenüber dem tatsächlichen Wissen auf einem Gebiet an. Wenn wir etwas Neues lernen, sind wir oft sehr zuversichtlich, weil wir so wenig wissen. Wir glauben, alles zu wissen, sobald wir ein kleines bisschen wissen. Wer hier aufhört zu lernen, bleibt der Meinung, er oder sie sei ein Meister. Diejenigen, die weiter lernen, erkennen, dass die Dinge komplexer sind und verlieren oft die Motivation. Und je größer ihr Wissen wird, desto geringer wird ihr Selbstvertrauen. Viele hören in diesem Stadium auf und denken, sie hätten nichts gelernt. Nur wenn wir jetzt dranbleiben, gewinnen wir unser Selbstvertrauen zurück und werden gleichzeitig besser. Und am Ende werden wir viel Wissen und fast so viel Vertrauen in unsere Fähigkeiten haben, wie direkt nach dem Start. Mit anderen Worten, wenn ein Einfallspinsel, eine gute Schülerin und ein weiser Lehrer eine öffentliche Debatte führen würden, könnten die Dinge folgendermaßen ablaufen. Der Einfallspinsel weiß nur wenig über das Thema, ist aber sehr selbstbewusst und äußert seine Meinung laut und ohne Zögern. Die Schülerin weiß mehr, merkt es aber nicht, weil es ihr an Selbstvertrauen fehlt. Sie schweigt. Der Lehrer ist selbstbewusst, versteht aber, wie komplex die Dinge wirklich sind. Er äußert seine Meinung daher mit Vorbehalt. Am Ende stimmen die meisten dem Einfallspinsel zu, weil er so selbstsicher ist und glaubt, Recht zu haben. Die Leute neigen dazu, dieser Selbstsicherheit zu vertrauen. Untersuchungen aus Nordamerika, Europa und Japan legen nahe, dass Kultur eine große Rolle spielt. Werden Menschen gefragt, ihre eigenen Fahrfähigkeiten einzuschätzen, antworten 93% der Amerikaner, sie seien überdurchschnittlich gute Fahrer, während nur 69% der Schweden so denken. In Japan hingegen neigen die Menschen im Allgemeinen dazu, ihre Fähigkeiten zu unterschätzen. Dies ist eine Strategie, um ihre unterdurchschnittlichen Leistungen als Chance zur Verbesserung zu sehen. Sich auf eine Reise des Lernens zu begeben, kann eine entmutigende Erfahrung sein. Was als gemütlicher Spaziergang beginnt, verwandelt sich bald in einen intensiven Kampf der Willenskraft zwischen dir und einer furchterregenden Menge an Wissen. Gib nicht auf. Je länger du kämpfst, desto mehr Kraft gewinnst du bis zu dem Punkt, an dem du gewinnst. Und am Ende, wenn du durchhältst, wirst du vielleicht in die Reihen von Sokrates aufsteigen. Er hat uns vor über 2000 Jahren ein weises Zitat hinterlassen. Ich weiß, dass ich intelligent bin, weil ich weiß, dass ich nichts weiß. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Online-Kurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com/sprouts. Wenn du dich in bestimmten akademischen Themen gut auskennst und uns helfen willst, komplizierte Ideen in einfacher Sprache zu erklären, kontaktiere uns einfach unter sproutschools.com.